Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Blick. Die Musik setzt episch ein und das bedeutet, wir sind zurück in der Hornburg, zurück in Helm's Klamm. Und wir sind natürlich in der Abenddämmerung angekommen. Mist, habe ich nicht drauf geachtet. Nun, nichtsdestotrotz werden wir dennoch loslegen. Wir haben ja zwei Dinge zu tun. Einerseits müssen wir die Schlacht der Nacht besprechen. Also die taktischen Besprechungen mit Leowine an seinem Tisch. Das wird wieder eine Instanz werden. Die können wir gegebenenfalls danach machen. Davor wollte ich aber noch einmal in die Westfold reisen. Und naja, gesagt, getan. Wir legen direkt mal los. Ich nehme mir mein Elchlein und muss mich aus der Hornburg herausbegeben. Das ging, glaube ich, hier hoch, dann hier schon mal nicht. Okay, wir sind schon mal auf dem anderen Seite der Zinne angekommen. Das ist toll, das nützt mir nur gar nichts. Ich glaube, ich musste doch unten durch das Tor, hm? Wenn man nur wüsste, wo immer alles lang geht. Alles immer so verwinkelt, Menu. So, also wir gehen runter, dann gucken wir unten nochmal, ob wir unten den Ausgang finden. Da war er schon mal nicht. Da vorne, das große Tor. Okay, hätte man sehen können. Gut, wir gehen raus aus der Feste von Helm's Klamm und werden uns in Richtung des lieben Gandalf unternehmen, der noch nicht da ist. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Der kommt ja erst während der Schlacht beim ersten Licht des Tages. Ja, genau. So in der Art war das ja. Mal gucken, ob das ebenso episch ist hier. Wir werden es sehen. Zuerst einmal geht es aber, wie schon angekündigt, raus vor die Tore, wo wir uns dann noch ein bisschen rumtüteln und so. Die glitzernden Grotten, da waren wir auch noch nicht drin. Müssen wir uns auch mal angucken. Ja, auf jeden Fall, ich bin schon sehr gespannt, wie es laufen wird. Was auf jeden Fall nicht gelaufen ist, aber habe ich ja, wie auch schon teilweise nicht erwartet, dass jemand abstimmt. Für welches Begleiterchen. Insofern habe ich das rosa Schweinchen hier behalten. Das passt irgendwie ein bisschen am besten zu mir. Ne, warte mal, nicht zu mir. Zu irgendjemandem wird das schon passen. Ich habe da durchaus jemanden in Erinnerung, den ich damit identifiziere. So, natürlich nur auf die spaßige Art und Weise. So, wir gehen weiter in Richtung Westfold, wie schon gesagt, das ist eigentlich nur vorn geradeaus, sobald die Karte mal umspielt. Ich mach's selbst mal. Müssen wir hier vorn einfach im Prinzip abbiegen. Wir werden diesen Weg hier unten lang nehmen und gucken, dass wir dorthin kommen. Hier ist schon Edoras, im Prinzip ist, ja, klingt, es ist nicht so weit, es ist schon eine ganz schöne Strecke, aber wir können uns ja wenigstens zurückbeamen. Insofern sollten wir auf jeden Fall weiter reiten. So. Es wird Nacht. Im Tale des Helms. Ne, in der Klamm des Helms. Ja, genau. Schon ein komischer Name, ne? Hallo, Herr Helm. Naja, gut. Andererseits, so komisch ist es gar nicht, wenn man so ausspricht. Ne? Da gibt es ja ganz andere Namen. Herr Artillerie. Ich glaube, den gibt es aber nicht. Zumindest nicht in Deutschland. So. Und wenn doch, dann. Liebe Grüße an den Herrn Artillerie. Ja, schön, dass du zugeschaut hast. Wenn nicht, dann könnt ihr dies, wenn ihr einen kennt, als Geburtstagsgruß nehmen. Oder sowas. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Artillerie. Und natürlich auch an die Frau Artillerie, die es die ganze Zeit mit ihm ausgehalten hat. Das ist schon manchmal wichtig zu erwähnen, ne? Das muss man ja so sagen. So, wir gehen hier über den Berg und dann müssen wir wohl oder übel außen rum, weil das, obwohl hier könnte es rumgehen. Gucken wir mal, also hier nicht über den Berg, wir gehen hier über die Furt. So ist richtig. So, immer fort über die Furt und dann versuchen wir hier den Berg ein bisschen zu umrunden. Das eigentlich gehen müsste, laut der Dingens. Unten ist Grimms Lage. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht, aber da müssen wir jetzt erstmal auch noch nicht hin. So. Ja, genau. So, immer diese Chore hier in Rohan. Okay. Ja, der Weg, wie gesagt, der Weg ist weit, aber wir werden es schon gebacken bekommen und wir werden irgendwann dann auch irgendwie irgendwo mal ankommen. So. Ach, guck mal, Zeugs kann ich sammeln, aber brauche ich jetzt nicht. Ich mache mal die Textnamen wieder ein, hatte ich vorhin ausgemacht, um ein paar Screenshots zu machen, sieht man hier. Das Inventar habe ich auch ein ganz klein wenig aufgeräumt, wenn auch nur ein klein wenig. Ein bisschen was konnte ich nicht einlagern, da war kein Platz mehr. Deswegen gurkt das noch hier rum. Mittlerweile könnte ich es, muss ich aber nicht. So, also, muss ich schon irgendwann, aber ich lasse es erstmal, so ist richtig. So.
hergestellt. Für den lieben Black habe ich noch nichts. Für den lieben Voltenil meine ich. Aber das wird irgendwann, irgendwie, irgendwo. Ja. Heute habe ich es mit dem irgendwie, fängt irgendwann, irgendwo das Herstellen an. Schon ein bisschen, muss ich sagen. Aber na gut. Irgendwann ist irgendwie, irgendwo alles. So, ist so. So. Lalalala, wir haben es fast geschafft. Ne? Vor Edoras wartet Gandalf. Also den hätten wir schon eine Ewigkeit besuchen können. Und wir haben es nicht gemacht, weil wir doof sind. Na gut. Eigentlich bin nur ich doof. Olsenil macht ja nur, was ich sage. Insofern kann ich es nicht auf sie schieben diesmal. Und ihr müsst das leider mit anschauen. Es tut mir ja leid. Wir reiten echt schon 5 Minuten. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, muss ich sagen. Sonst hätte ich ein bisschen geschnippelt. Jetzt lohnt es sich aber auch nicht mehr, jetzt hier noch einen Schnitt zu setzen. Sonst müsst ihr das ganze Video überarbeiten. Das bringt es am Ende auch nicht. Mö. Aber wenigstens sehen wir schon die Metalle von Edoras. Hier, da vorne ist es. Also, es ist nicht mehr so weit. Aber schön, dass man sieht, ne? Denkt man gar nicht. Na gut, man weiß ja, dass es groß ist. Schön, dass man es aber von Weitem sieht. Ja, auch nicht überall der Fall. Ja. So. Da wird es irgendwie versteckt und hast du nicht gesehen. Guck mal, da ist er ja schon. Hey, weißer Reiter. Wartest schon eine ganze Weile auf mich, was? So. In die Westfold. Ja, da begeben wir uns jetzt hin. Dem König zu Hilfe. Sucht auf der Spur nach der Straße nach Spuren von Theodins Schar. Ja, eigentlich weiß ich ja schon, wo der ist. Wir tun mal so, als wüssten wir es nicht. So, okay. Wir haben die Tat verliehen bekommen. Wir hätten wahrscheinlich zuerst hierher kommen sollen und dann in Richtung Helmsklamm reiten. Andererseits war das halt näher und da hatten wir auch Quests. So. Okay, wir müssen wieder ein bisschen zurück, denn ja, die Kurve geht da entlang. Manu. Na gut, also vorwärts laufen sie rückwärts. Das mit dem zurück teleportieren scheint nicht ganz so gut zu funktionieren. Aber zumindest haben wir das dann abgeschlossen. Es bringt ja nichts, wenn wir quasi die Schlacht von Helms Klamm schlagen und dann am Ende merken, ach ja, Gandalf kommt auch noch. Schön. Dann lieber so. Und Boltenien hat ihm jetzt gerade einfach nur nicht verraten, dass Theoden sich schon in Helms Klamm befindet, weil er doof ist. Die mag Gandalf nicht. Der ist nämlich Zauberer. Und er hat ihr kein Eis gezaubert. Ja, das ist der Grund. Und kein Bier. Ne? Man beachte immer noch die Sippe. Bierboys, ja. Oder Girls. Bierboyinnen. Zu gendern. ja, auf jeden Fall hat sie kein Eis bekommen. Und aus diesem Grunde, weil sie kein Eis bekommen hat, musste sie natürlich ein bisschen sauer sein. Ihr kennt sie ja. Am besten wäre ein Eisbier gewesen, aber das wollte sie nicht. So, eine kleine Gruppe von Menschen auf der Straße. Flüchtlinge. Es sind hoffnungslos verzweifelte Zeiten ja. Für die Rohirrim. Genau. Eine Fremde unterwegs in diesen Zeiten. Wie ist das möglich? Ich werde es nicht vorlesen, weil das kein offizielles Kapitel ist, sondern einfach nur die Hinreise. Deswegen machen wir das weiter. Auf dem Weg nach Helms Klamm. Vielleicht ist der König auch in Helms Klamm. Das ist eine schöne Sache. Aber hier hinten ist noch ein Flüchtling, mit dem sprechen wir auch. Entschuldigung, dass ich gerade über die Kinder geritten bin. Lehnt eure Hilfe ab. Ihr solltet euch nach Helms Klamm begeben und den König aufsuchen. Okay. Ja gut, das können wir jetzt mal hier so ein bisschen abkürzen. Ich hoffe, das ist Helms Klamm. Ja, puh. Also, wir landen wieder in der Hornburg, gehen dann raus vor dem ja, erste Verteidigungslinie und werden uns da dann, naja, freuen, dass wir da sind oder so. Ein bisschen Weg haben wir gespart, das ist schon mal wert. Und dann müssen wir wahrscheinlich eh eine Nacht aufnehmen, denn ja, dann geht's in die Instanz. Ich bin mal sehr gespannt, ob das dieser Schlachtzug ist oder ob das nur eine taktische Vorbereitung ist oder was auch immer. Oder ob es überhaupt erst einmal nur die strategische Auswahl ist, was zu machen ist. Ha, ich bin echt gespannt drauf. Ich kann es nicht erwarten. Deswegen ist auch nicht so schlimm, wenn es heute mal Nacht ist. Gute Nacht. Kann ich eigentlich hier? Warte mal. Machen wir da auf dem Rückweg. Ich muss dann eh zurückreiten. Ich habe ja nichts mehr hier zum Zurückbeamen. Da geht es nur noch nach Gurut. Diese Feste. Eigentlich kann ich das hier rausnehmen. Das nimmt unnötig Platz weg. Ich weiß, dass ich in die Feste Gurut kann. Aber ansonsten, Lothlorien und Bree, die sind wichtiger, weil in Gurut gibt es kein Lager, gibt es gar nichts. Das macht also weniger Sinn. Alter Fallwalter ist. Waren die das letzte Mal auch schon hier? Nö. Ja, willkommen hier, Rohirrim.
Dem König zu Hilfe. Na dann, König Theoden, guck mal, da sind Leute. So, also wir haben den König auf jeden Fall gefunden, das ist schön. Das letzte große Bollwerk. Fragt Gamlin nach Neuigkeiten. Jo. Hey Gamlin, schön, dass ich wir da bin. Wir brauchen euch hier. Es gibt noch viel zu tun. Das auf jeden Fall. Eomer ist auch da. Schön. So. Jetzt reisen wir. Ich habe keine Ahnung, welche Instanz jetzt das ist. Denn tatsächlich, ja, ist das, kann das eigentlich nicht die andere sein. Die Gruppe hat sich unterwegs von mir getrennt und nach Helms Klamm zurückgezogen. Was für Neuigkeiten könnten sie nur erhalten haben, die sie von ihrem Pfad abgebracht haben? Na dann, gucken wir mal. Bin gespannt. Aragorn, Eomer, Gandalf, Theoden, Legolas und Eor. Und Theol. Hallo? Eomers Erinnerung erzählt von einer Begegnung Theodens mit einem Mann, den er auf der Straße getroffen hat. Ah, endlich seid ihr gekommen, aber ihr seid zu spät. Seit Theodred gefallen ist, laufen die Dinge wirklich übel. Gestern haben wir den Isen verloren. Viele gute Männer mit ihm. Ah ja, der wollte ja eigentlich ausreiten und jetzt erfahren wir wahrscheinlich, warum er sich doch nach Elbstam zurückzieht. Okay, das letzte große Bollwerk. Okay, Theol hat gemacht. Bitte, wo ist Eomer? Sagt ihm, dass vor uns keine Hoffnung mehr zu finden ist. Er sollte nach Edoras zurückkehren, bevor die Krieger Isengards dort eintreffen. Kommt, Theol, und stellt euch. Ich bin hier. Der letzte Herr der Erlingers reitet vorwärts und er wird nicht zurückkehren. Zu euren Diensten, mein König. Und bittet für mich um Vergebung. Ihr dachtet, ihr seid in Meduseld geblieben und gebeugt wie ein... Ich sei in Meduseld geblieben, gebeugt wie ein alter Mann. Es war so, als ihr in den Krieg zogt, aber ein starker ist ausgeritten. Kommt, Theol, und seid nicht länger verzweifelt. Lasst uns Erkenbrand zu Hilfe kommen. Nein, Theoden, wir müssen sofort nach Helms Klamm reiten. Geht nicht zu den Pforten des Isen und verweilt nicht auf den Ebenen. Ich muss schnell gehen. Schattenfell muss mich zu einer schnellen Besorgung tragen. Aragorn, Eomer, beschützt den Herrn der Mark, bis ich wieder zurückkehre. Wartet bei Helms Tor auf mich. Lebt wohl. Na, dann wusste der Typ ja schon, dass wir nach Helms Klamm wollen. Was kann das bedeuten? Ich fürchte, dass es bedeutet, dass Gandalf der Graue sich sehr beeilen muss. Er kommt und geht, wie er will. Wenn Schlangezunge hier wäre, hätte er keine Schwierigkeiten, das zu erklären. Ich denke, das ist wahr, aber für mich, ich werde warten, bis wir Gandalf wiedersehen. Ihr werdet vielleicht ziemlich lange warten müssen. Abgeschlossen, Instanz, das große Bollwerk. Okay, hier ist die Geschichte natürlich ein bisschen anders ausgelaufen, als wir sie aus den Filmen kennen. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie es in den Büchern war, aber ich glaube, da war es ähnlich wie tatsächlich in den Filmen. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Wer es weiß, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, hier ist es tatsächlich Gandalf, der sagt, ja, ihr müsst nach Helms Klamm zurückkehren, ihr müsst euch zurückziehen. Während Theoden derjenige ist, der voranpreschen will. Im Film war es genau andersrum. So, hier Eomer mit Gimli auf dem Rücken. So. Eomers Geschichte ist zu Ende. Ihr solltet eure Gedanken nun wieder den Männern widmen, die sich vor Helms Tor versammelt haben. Und auf Gandalf warten und hoffen, dass Erkenbrand zurückkehren wird. Aha, deswegen ist Gandalf ganz allein geritten, weil normalerweise war er ja auch mit Eomer unterwegs. Wie gesagt, die Geschichte ein bisschen anders, aber deswegen ist sie ja nicht schlechter. Im Gegenteil. Wäre ja doof, wenn man alles genauso erlebt. So, 228 Wille, wir haben wieder etwas mehr Wille. Den Felssenken Blingens könnte man dadurch austauschen. Taktische Beherrschung, kritische Treffer. Könnte das Schicksal aufwiegen? Muss ich mir überlegen. Machen wir nach und nach. Ansonsten haben wir hier annehmen. Und Helms Tor. So, nehmen wir auch an. Untersucht die Befestigungen bei Helms Tor. Da ist doch so einiges zu tun. Oh je. So. Legolas, der hat auch noch was. Scharfe Auge des Bogenschützen. Schön, dass wir euch jetzt hier sehen und dann dort sehen und überhaupt überall gesehen haben. Sehr interessant. So, haben wir euch nicht erst hier begrüßt? Dies ist kein guter Ort, um Ausschau zu halten. Das ist mir schon klar. Ich gucke ja, ob ich einen Ort finde zum Ausschalten.
Aha, hier ist ein Auto zum Ausschalter halten, okay. Okay, mit Legolas drüber reden. Scharfes Auge Legolas. So. Okay, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Ich glaube, ich kam von drinnen rein, bin mir nicht ganz sicher. Das Tor selber müssen wir auch mal begutachten. So, das ist auf jeden Fall noch stabil. Noch. Das hoffen wir, dass es so bleibt. Aber es könnte trotzdem leichter mal werden. Irgendwas war da gerade. Ich habe doch gerade gelesen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier oben auf die, die Hügel der Klamm komme. Da. So. Dann sind wir auch schon oben. Teil der Befestigung. Aber nur oben Teil. So, okay. Weiß nicht, was ich hier oben soll. Ermutigt Männer von Helms Tor. Ich ermutige dich mal einfach nur. Ne? Du bist schon ermutigt genug. Okay, dann brauche ich dich nicht ermutigen. Da ist eine Befestigung, die nicht mehr ganz so befestigt aussieht. Da sollte man was machen. So. Eine Horde Wildokai kann sie definitiv nicht aufhalten. Das ist übrigens auch meine Diagnose. Aber das macht ja nichts. So, die Pfeile sollen wir auch begutachten. Und mal zählen, wie viele es sind. Ansammlung von Pfeilen gezählt. Geht jemand zum Ermutigen da? Naja, der Verteidiger halt, aber verbeugen soll ich mich vor dem. Na toll. Wie mache ich das am besten? Gibt es da irgendwo? Nee, wahrscheinlich nicht. Machen wir ganz kurz hier. Verbeugen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, sehr schön. So. Okay, damit hätten wir einen ermutigt und einen verbeugt. Das ist schön. Ich hoffe, dass ich das nicht ich muss es wahrscheinlich bei allen machen, aber ich hoffe, dass ich nicht jedes Mal ein anderes Emoji brauche. So, wir gehen mal ganz kurz hier runter, weil hier unten sieht es auch nicht so richtig schön befestigt aus. Ah. Wird bereits verwendet. Ne? Jetzt. Nein. So. Okay. Kann auch keine Urukai aufhalten. Irgendwie war das ja wohl klar. Wie soll das auch geschehen? So, wir gehen erstmal nochmal hier. Ne, wir gehen erstmal nochmal hier rüber. Denn hier drüben war ja auch noch ein Verbeugemann. Voraussichtlich. So, ihr alle, ihr seid nichts, aber dieser Verteidiger hier, der ist der Held. Denn eigentlich ist er nur der Hausmeister hier. Und weil er nur der Hausmeister ist, verbeugen wir uns. Aber ich verbeuge mich sogar vor ihm. Ne, dann muss ich bei dem was anderes machen. Wie soll ich denn das machen? Erschrecken? Emotes. Brüllen. Emotes. Ich mache mal Aule auf. Ja, wie denn noch? Ja, da, okay. Kratzen, lächeln, lullen, rummeln, nachdenken. Erröten. Erschauern. Nö. Findet ihr mich furchterregend? Bejahen. Würde ich das, also eigentlich, ne? Glucks, ja. Oh, ich habe ihn ausgelacht. Das war vielleicht nicht so gut. Gratulieren, knicksen, knuffen, klatschen, knabbern, hüsteln, hinlegen, heulen, Handstand gähnen, flehen, flirten. Ja, komm, das macht. Ja, das ist typisch Bolzendiel, ne? Im Vorabend der Schlacht, da wird es immer rollig. Das ist okay. Also klatschen, knabbern, knicksen, knuffen, kratzen, küssen, lächeln, Liegestütze, lolen, murmeln, nachdenken, nein, nichts, Ohnmacht. Guck mal, du bist zu feier. Ich falle in Ohnmacht. Ne, jetzt war's auch nicht. Okay.
Eigentlich wäre es ja Angst haben oder sowas, ne? Angreifen, anstarren, aufgeben. Ich gebe auf. Das war's. Am Ernst. So, okay. Na gut, wir haben aufgegeben. Ich habe die weiße Fahne gehisst. Meine Güte. So, okay, hier ist noch eine Befestigung, die natürlich auch wieder bescheiden ist. Dann gucken wir uns diese bescheidene Befestigung auch noch an. Ja, und dann müssen wir mal auf die andere Seite in die Richtung gucken, ob wir hier irgendwo runter rüber durchkommen. Hier haben wir noch ein paar Pfeile und Fässer. Okay, die beobachten und gutachten wir auch. Jawohl. Sammlung von Pfeilen und Fässern gezählt 2. 2 Pfeile sind drin. Ich hoffe, dass es noch mehr sind. Ja, 3 Pfeile. Gut. Puh, Glück gehabt. Damit kann man eine ganze Armee besiegen. Irgendwie. So. Die 4 Pfeile, das kriegen wir auch gleich noch hin. So, erledigt. Dann haben wir hier vorne einen Verteidiger. Was willst du? Und ihn beruhigen. Ah, beruhigen, das geht. Beruhigen. Oh, die habe ich richtig geschrieben. Ja, sehr schön. Der Verteidiger ist beruhigt. Siehste, vor dem brauche ich mich auch nicht verbeugen. So ist es, wie es richtig. So. Okay, hier unten ist bestimmt noch eine Verteidigung. Ne? Dann gehen wir erstmal hier hoch. Da haben wir noch ein paar Fässer zu zählen. Gott sei Dank noch einer mehr. Noch ein Pfeil. Wir haben insgesamt 5 Pfeile. Wow. So, was willst du denn? Musik und Gesang. Aha. Singen. Ja, sehr schön. Hat sein Herz erfreut. Damit ist das auch erledigt. Und noch eine Befestigung und noch diverse andere Gemüse. Die Befestigung müsste aber hier irgendwo in der Nähe sein. Guck mal hier runter. Und sehe, dass ich natürlich nicht sehe. Also Befestigung ist sowieso irgendwie irgendwas anderes. Also das kann ja. Also wenn das die Befestigung ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, gute Nacht, Helmsklamm. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Hier hinten brauchen wir nicht gucken. So. Und so. Da ist er. Okay. Dann müssten wir theoretisch auch alles haben. Und können uns endlich blub, in Richtung der Urukai begeben, beziehungsweise in Richtung des Tores wieder begeben. Dann nehmen wir den Außenweg. Also ich muss schon sagen, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich Helmsklamm auf diese Art sehe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die richtige Art ist, oder die in Anführungsstrichen, ob das hier eher aus den Büchern interpretiert ist. Denn wie gesagt, Herr der Ringe Online erinnert sich oder orientiert sich immer sehr oft an den Büchern und weniger am Film. Was ich grundsätzlich gut finde. Es irritiert natürlich trotzdem ein bisschen, weil Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde, so wie halt auch im Film, da war halt das Tor von Helm's Klamm, das große Tor, im Prinzip ganz anders gestaltet. Im Prinzip gab es da kein Vortor mehr, wie wir es hier haben. So, scharfe Auge des Bogenschützen erledigt. Junge und Alte erledigt. Gimli ist ebenfalls erledigt. Okay. So, okay. Das hätten wir. Dann können wir jetzt auch tatsächlich losreiten. Oder haben wir hier irgendjemanden noch rumstehen? Tatsächlich, wir haben noch jemanden rumstehen. Gamling. Hier, ich habe hier was erledigt. Ihr braucht euch hier. Es gibt noch viel zu tun. So, Eo, mehr. Ara, Gorn. Theo, Dean. So. Annehmen. Erkundigt euch nach in Marathon nach Erkenbrand. Marathon, war das nicht das Ding, was hier so abgekuckelt war? Westfold. Marathon. Okay. Da irgendwo müssen wir uns nach Erkenbrand erkundigen. Da ist nicht mehr viel zu erkundigen. Das werden wir ja jetzt noch machen, komm. Wobei. Wir werden es jetzt nicht machen. Wir machen jetzt hier mal einen Screenshot von den ganzen Leuten hier. Ja, ja. So, sieht doch gut aus. Einmal so. Und einmal so. Und dann haben wir mal endlich ganz viele Leute hier. Endlich ganz viele Leute. Ja, so, schön. So, wir reiten jetzt
Der sagt mir halt, ich soll zum Kartentisch. Ich werde vielleicht doch den Kartentisch machen. Den Nathan finden wir hinterher. Nach der Schlacht. Jetzt kann er uns eh nicht mehr helfen, den Nathan, den Erkenbrand. Jetzt kann er uns eh nicht mehr ganz so nützen. Und wenn doch, dann schon. So, hallo. Sollte das auch wieder einschalten. Jetzt geht's wieder in Richtung. Ja, Helmsklamm. Das sieht schon eher aus wie die Hornburg, die man ein bisschen kennt. Hier ist eben, wie gesagt, dieser Eingang, den ich meinte. Das ist aber hier halt quasi davor noch ein Tor gab in die Klamm. Das kannte ich nicht. War im Film wahrscheinlich auch nicht so viel thematisiert. Warum auch? Wäre ja unnötig. So. Nun gut. Auf jeden Fall sind wir da angekommen, wo wir hin wollten. Und werden uns jetzt hier dann auch so langsam mal verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und naja, bis zum nächsten Mal. Bis denne. Und tschüss.